Hat der Mensch einen freien Willen oder ist der menschliche Wille doch geknechtet? Der menschliche Wille ist die Fähigkeit, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Und der Mensch hat natürlich im Rahmen seiner Möglichkeit die begrenzte Fähigkeit, das zu tun, was er will. Aber ist der menschliche Wille wirklich absolut frei? Das heißt, verfügt der menschliche Wille so über sich selbst, dass er frei ist und unabhängig von jeder Prägung und von jedem Einfluss? Und zweitens, die wichtigere Frage ist, ist der menschliche Wille so frei, das zu wollen, was er wollen soll? Das heißt, ist der menschliche Wille wirklich in Übereinstimmung mit der Bestimmung als Geschöpf Gottes, als Ebenbild Gottes? Und das ist der menschliche Wille nicht. Er ist geknechtet. Die Willensfreiheit des Menschen ist eine subjektive Willensfreiheit, aber keine echte Willensfreiheit, denn der Wille des Menschen ist geknechtet. Denn es gibt Mächte und Kräfte, die wirken an dem menschlichen Willen, begrenzen ihn und beeinflussen ihn. Das heißt zunächst, die Willensfreiheit ist im Widerspruch zu der Vorsehung Gottes. Die Vorsehung Gottes ist da, ist Realität durch Lenkung und Mitwirkung, und Gott schafft Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Zustände und Umstände, die den menschlichen Willen massiv beeinflussen. Das wird zusammengefasst mit dem Vers, der Mensch denkt, Gott lenkt. Die Willensfreiheit ist im Widerspruch zur Macht der Sünde. Seit dem Sündenfall gibt es die Sünde, eine antigöttliche und verderbte Natur im Mensch, die von Mensch zu Mensch weiter vererbt wird. Und seit dem Sündenfall ist diese Macht eingedrungen in das Personenzentrum des Menschen, in das Innerste des Menschen, und entfaltet sich aus dem Inneren des Menschen, aus dem Personenzentrum des Menschen heraus und beeinflusst so den Verstand, den Willen, die Gefühle und vieles mehr. Christus umschreibt dieses Personenzentrum mit dem Herz des Menschen. Das heißt, aus dem Herz des Menschen kommen all die böse Gedanken, Zorn, Hass, Neid und vieles mehr. Das heißt, die sündige Macht ist eine massive Prägung des Menschen im Innersten des Menschen, im Personenzentrum, die den Willen des Menschen beeinflusst. Und nicht nur das, die Sünde hat einen versklavenden Charakter und unterwirft den menschlichen Willen, knechtet diesen Willen und auch den gesamten Mensch. Es ist also eine Herrschaft der Sünde, die also den menschlichen Willen massiv beeinflusst, so dass letzten Endes der Mensch prinzipiell nur das tun kann, was gemäß der Sünde ist. Drittens, die Willensfreiheit steht im Widerspruch zu Satan, ein gefallener Engel, der im Innersten der Menschen wirkt. Das sagt die Bibel ganz klar, er wirkt in den Menschen und beeinflusst so den Verstand und den Willen des Menschen, so dass sogar von einer Verblendung gesprochen wird, von einer geistlichen Verblendung, verursacht von Satan. Das heißt also, auch er beeinflusst die Willensfreiheit und den Willen des Menschen massiv, und deshalb ist auch hier nicht von einer absoluten Willensfreiheit die Rede. Der Mensch hat einen geknechteten Willen durch die Sünde, durch die Macht der Sünde und durch den Teufel. Und diese Knechtschaft kann nur gebrochen werden, befreit werden von außen. Und zwar durch den Glauben an Christus. Denn durch den Glauben an Christus geschehen zwei Dinge. Der Mensch bekommt eine neue Natur, eine göttliche Natur, die der Macht der Sünde nicht mehr unterworfen ist, und er bekommt den Heiligen Geist, den Geist Gottes innewohnend im Gläubigen, der eine Kraftquelle ist und so den Willen des Menschen erneuern kann. Die propagierte Freiheit des Willens, von dem der Mensch redet, ist keine echte Freiheit, sondern eine subjektiv wahrgenommene Freiheit. In Wirklichkeit ist der menschliche Wille durch und durch geknechtet.